Die Aufgabe klingt heute wirklich sehr einfach. Stelle 250 Milliliter einer Lösung der Verbindung her mit der Konzentration 200 Gramm pro Liter. Was soll man da schon falsch machen? Gut, ich will ja nur ein Viertel Liter Lösung herstellen, also brauche ich nur 50 Gramm. Die kann ich zum Beispiel in einen Erlenmeyer-Kolben einwiegen. Dann fülle ich an einen Messzylinder noch 250 Milliliter Wasser ein und dann gebe ich dieses Wasser zu den 50 Gramm, die ich abgewogen habe, und rühre, bis eine homogene Lösung entsteht. Tja, so wird die Lösung nicht hergestellt. Hier wurden gleich mehrere Fehler gemacht. Willkommen zu diesem neuen Lernvideo zur Massen- und Stoffmengenkonzentration. Im Laufe des Lernvideos wollen wir sehen, wie man die Lösung richtig herstellen kann. Das Lernvideo richtet sich hauptsächlich an Auszubildende für die Laborberufe im ersten Lehrjahr, zum Beispiel Laborantinnen oder Laboranten oder auch CTAs. Und deswegen ist auch ein bisschen aber an Vorwissen nötig. Und zwar brauchen Sie, damit Sie dieses Lernvideo verstehen, schon mal die stöchiometrische Grundgleichung, also Rechnen mit der molaren Masse, und auch Rechnen mit Mol müssen Sie beherrschen. Weiterhin sollten Sie Umsatzberechnungen durchführen können mit Reaktionsgleichungen, also auch auf Mol-Ebene. Vor allem geht es darum, dass wir ja häufig Salze lösen müssen, und wenn es um die Gehalte geht von Salzlösungen, muss man natürlich auch die Koeffizientenverhältnisse berücksichtigen. Zum Beispiel beim Calciumchlorid, dass, wenn man das im Wasser löst, Calcium entsteht, also Calciumionen und 2 Chloridionen pro Formeleinheit. Und alle diese Sachverhalte sollten Ihnen bekannt vorkommen. Das Video ist unterrichtsähnlich gemacht. Legen Sie sich also Stift und Papier bereit, einen Taschenrechner, am besten auch noch ein Tabellenbuch mit den molaren Massen. Und ich werde unter der Kamera schreiben, und ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie das wie im Unterricht auch immer mitschreiben. Weiterhin brauchen Sie noch ein Arbeitsblatt mit dem Titel Rechnen mit Stoffmengen und Massenkonzentrationen. Sie finden dieses Arbeitsblatt unter www.laborberufe.de, und zwar im Ordner C1CL, also für Chemielaboranten im ersten Lehrjahr, oder C1BL, also Biolaboranten im ersten Lehrjahr. Welche der beiden Versionen Sie nehmen, ist eigentlich relativ egal. Die sind weitestgehend identisch. Wir werden im Laufe des Lernvideos einige dieser Aufgaben rechnen. Drücken Sie also bitte erstmal auf Pause und organisieren Sie dieses Arbeitsblatt. Stellen wir uns mal zu Beginn für die Definitionen ganz kurz vor. Wir haben eine Lösung der Teilchensorte X. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Becherglas, in dem ist ein bestimmtes Volumen drin. Das nenne ich das Volumen der Lösung. Und diese Teilchensorte, die ist eben hier in einer bestimmten Konzentration enthalten. Diese Teilchen können zum Beispiel Ionen sein, es könnten aber auch Molekülverbindungen sein, zum Beispiel Glucose. Die Massenkonzentration, auch mit Beta abgekürzt, gibt jetzt an, welche Masse an X pro Volumen an Lösung enthalten ist. Und Sie sehen schon, ich sage pro, und immer wenn ich pro sage, heißt es in der Mathematik, dass ich durch etwas teile. Also die Massenkonzentration ist die Masse von X geteilt durch das Volumen der Lösung. Und ich kann als Definitionsgleichung aufschreiben, Beta von X, man schreibt in der Regel den Stoff, den man meint, in Klammern dahinter, vor allem wenn man viele verschiedene Stoffe hat, um den Überblick zu behalten. Beta von X ist nichts anderes als die Masse von X geteilt durch das Volumen der Lösung. Insbesondere ist es nicht das Volumen an H2O, was ich dazu gegeben habe, sondern das Volumen der Lösung. Und das ist überhaupt nicht identisch mit dem Volumen des Wassers, und die können sich ziemlich stark unterscheiden. Vor allem, wenn man von einem Feststoff ausgeht und man gibt Wasser dazu,
Da kann es zur Volumenerweiterung kommen. In manchen Fällen kommt es auch zum Schrumpfen des Volumens. Man spricht auch von einer Volumenkontraktion. Probieren Sie es doch ruhig mal daheim aus. Nehmen Sie zum Beispiel 50 Gramm Zucker und geben Sie mal 100 Milliliter, exakt 100 Milliliter Wasser dazu. Und dann lösen Sie den Zucker auf und schauen Sie mal, ob das Volumen der entstehenden Lösung immer noch 100 Milliliter ist. Und Sie werden feststellen, das hat sich ziemlich stark geändert. Also ist sehr wichtig, dass eben in dieser Definition eben das Volumen der Lösung dasteht und nicht das Volumen des Wassers. Das war schon mal der erste große Fehler, der gemacht wurde bei dieser Einstiegsaufgabe. Wenn die Lösung natürlich relativ dünn ist, dann sind die Unterschiede zwischen dem Volumen der Lösung und dem Volumen an H2O, was man dazu gibt, relativ klein und mit etwas Glück fällt der Fehler gar nicht weiter auf. Die Unterschiede werden gravierend, je konzentrierter solche Lösungen sind. Aber in jedem Fall ist eigentlich die präzise Herstellung über das Volumen an Lösung. Als Einheiten für die Massenkonzentration hat man sehr häufig Gramm pro Liter, aber auch Milligramm pro Liter sind weit verbreitet. Oder wenn es um zum Beispiel Wirkstofflösungen geht, kann das auch Mikrogramm pro Liter sein. Oder auch Mikrogramm pro Milliliter. Was aber vom Zahlenwert identisch ist wie Milligramm pro Liter. Man beachte, dass die Einheit Gramm pro Liter oder Milligramm pro Liter die eigentlich dieselbe ist wie die von der Dichte, aber die Bedeutung ist eine völlig andere. Die Dichte einer Lösung war die Masse der Lösung geteilt durch das Volumen der Lösung. Hier haben wir bei der Massenkonzentration die Masse der gelösten Teilchen geteilt durch das Volumen der Lösung. Da sollte man also darauf achten, dass man die nicht verwechselt, die Massenkonzentration mit der Dichte. Wir schreiben also auf, Achtung, dieselbe Einheit wie die Dichte, aber andere Größe. Die Dichte war nämlich nichts anderes als die Masse der Lösung geteilt durch das Volumen der Lösung, während hier haben wir eben die Masse von x geteilt durch das Volumen der Lösung. Ihre Aufgabe ist es jetzt, die entsprechende Spalte für die Stoffmengenkonzentration auszufüllen. Das ist völlig analog zu dem auf der linken Seite. Schauen Sie, dass Sie sich hier also erstmal eine Definitionsgleichung aufschreiben. Das Symbol für die Stoffmengenkonzentration ist das C. Und völlig analog, vielleicht können Sie auch noch ein paar Einheiten die als Beispiele aufschreiben. Und drücken Sie jetzt also bitte auf Pause und füllen Sie die rechte Spalte alleine aus. Als Definitionsgleichung kann man bei der Stoffmengenkonzentration aufschreiben, C von x ist gleich n von x, also die Stoffmenge von den gelösten Teilchen, geteilt durch das Volumen der Lösung. Und die Einheit ist Mol pro Liter, das ist die mit Abstand häufigste Einheit, die man findet. Aber auch Millimol pro Liter oder Mikromol pro Liter findet man auch häufig. So, es hat sich jetzt eingebürgert, dass man häufig das Ganze abkürzt, wenn man gerade zum Beispiel in gedruckten Texten nicht den Zeilenabstand zerhauen will mit dem Bruch hier in der Einheit, gibt man auch häufig Groß M an. Also Groß M ist jetzt hier nicht zu verwechseln mit der molaren Masse. In diesem Zusammenhang heißt Groß M einfach Mol pro Liter. Und Millimol pro Liter wird mit MM abgekürzt und hier mit Mikro M das Mikromol pro Liter. Man spricht auch häufig von einer molaren Lösung. Zum Beispiel, wenn man sagt, eine 2-molare Natriumchloridlösung, dann meint man streng genommen eine Lösung mit CnHCl gleich 2 Mol pro Liter. Oder eben auch 2mNaCl mit diesem Symbol hier. Meint das Gleiche. Das leitet auch schon zur ersten Aufgabe über vom Arbeitsblatt, die Aufgabe 1.1. Die lautet ja, 10 Gramm Natriumchlorid werden auf ein Gesamtvolumen von 500 Milliliter Lösung gelöst. Berechnen Sie CnHCl, CNA plus, CCl minus und eben die Massenkonzentrationen Beta NaCl,
Beta-NA plus und Beta-CL minus. Für den Löseprozess kann man ja eine Reaktionsgleichung aufstellen, und zwar das feste Natriumchlorid, die 10 Gramm, die werden ja in Wasser gegeben und da löst sich das Ganze auf in Natrium und in Chloridionen. Vom Verhältnis her ist es 1 zu 1 zu 1. Entweder man schreibt es hier in Ionenschreibweise oder man schreibt es hier zusammen als NaClAQ, als gedachtes Natriumchloridteilchen, auch wenn die Ionen hier natürlich getrennt voneinander in Lösung sind. So, 10 Gramm Natriumchlorid haben Sie, da können Sie natürlich direkt die Massenkonzentration berechnen, wenn Sie das eben auflösen zu 500 Milliliter Lösung. Sie können aber auch das in eine Stoffmenge umrechnen, ja, dann haben Sie also auch die Stoffmenge, die an Natriumchlorid gelöstem in der Lösung drin ist. Und Sie können ja auch dann schließen auf die Stoffmengen an Natrium und auf die Stoffmenge an Chlorid, die in dieser Lösung ist. Und dann entsprechend auch diese Stoffmengenkonzentrationen berechnen. Ja, da brauchen Sie also die Molzahlen von Natrium und von Chlorid. Und da können Sie auch das beide hier berechnen. So, und Sie können ja auch die Massen ausrechnen von Natrium und von Chlorid anhand dieser Stoffmengen dieser beiden Ionensorten. Da können Sie eben zum Schluss auch noch Beta-NA plus und Beta-CL minus berechnen. Drücken Sie jetzt bitte also auf Pause und versuchen Sie diese Aufgabe ganz alleine zu lösen. Die Musterlösungen, die finden Sie übrigens im gleichen Dokument, also in diesem Arbeitsblatt, Rechnen mit Stoffmengen und Massenkonzentrationen, auf den letzten Seiten. Drücken Sie jetzt also bitte auf Pause und lösen Sie das alleine. Hier nochmal die Ergebnisse im Schnelldurchlauf. Wir haben eine Lösung, die enthält dann 20 Gramm pro Liter Natriumchlorid. Ist ja auch klar, wenn ich 10 Gramm in einem halben Liter zu einem halben Liter Lösung löse, dann hat die Lösung nachher 20 Gramm pro Liter. Die Gehalte der beiden Ionensorten sind hier angegeben. Die Summe aus beiden Gehalten gibt natürlich wieder den Gesamtgehalt von 20 Gramm pro Liter. Und die Stoffmengenkonzentrationen, die sind alle drei identisch. Das macht ja auch Sinn, weil das sind ja lauter 1 zu 1 zu 1 Verhältnisse. Jedes Teilchen Natriumchlorid, was ich in Wasser gebe, gibt ein Natrium und ein Chloridion. Deswegen sind die hier identisch. Und zusammengefasst, wenn ich die zusammenfasse zu gelöstem Natriumchlorid, dann ist das eben natürlich auch 0,3422. Es wäre jetzt sehr hilfreich, wenn wir eine Formel hätten, mit der wir aus den Betas für jedes beliebige x direkt die Stoffmengenkonzentration berechnen könnten. Und diese Formel kann man sich relativ leicht herleiten. Schreiben Sie gerade auf, Umrechnung Beta x in C von x. Wir haben ja gesehen, Beta von x ist ja die Masse von x geteilt durch das Volumen der Lösung. So, und dieses Beta von x, dieses m von x ist hier nichts anderes als die Stoffmenge von x mal die molare Masse von x mit der stöchiometrischen Grundgleichung. Das heißt, wir können hier schreiben stattdessen Beta von x ist die Stoffmenge von x mal die molare Masse geteilt durch das Volumen der Lösung. Und die Stoffmenge geteilt durch das Volumen, das war ja das, was wir Stoffmengenkonzentration nennen. Das hier ist also nichts anderes als C von x. Und deswegen kann man also als Fazit aufschreiben, für die Umrechnung gilt Folgendes. Beta von x ist C von x mal die molare Masse des entsprechenden Teilchens.
Probieren Sie diese Formel doch gerade aus mit den entsprechenden molaren Massen von Natriumchlorid, von Natrium und von Chlorid, ob Sie da von den Werten hier auch wirklich zu denen hier kommen. Als nächstes kann ich Ihnen die Aufgabe 1.2 empfehlen. Berechnen Sie die in eckigen Klammern angegebenen Größen in diesen Lösungen. Das heißt, ich würde gerne mit Ihnen die Aufgabe 1.2b besprechen und den Rest können Sie dann alleine machen. Bei der 1.2b steht ja da, die Stoffmengenkonzentration an Calciumchlorid ist 0,5 mol pro Liter und gesucht ist die Calciumkonzentration in dieser Lösung in mol pro Liter und die Chloridkonzentration in dieser Lösung in mol pro Liter. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Wir haben eine Lösung, in der lösen wir eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Stoffmenge an Calciumchloridteilchen. Da eine Formeleinheit Calciumchlorid aus einem Calcium und zwei Chlorid besteht, findet sich eben in dieser Lösung immer doppelt so viel Chlorid wie Calcium. Das heißt, wenn ich drei Calciumchloridteilchen zum Beispiel in Wasser gebe und daraus eine Lösung mache, dann sind da natürlich drei Calciumionen drin, weil jede Formeleinheit enthält ja ein Calcium, aber es entstehen insgesamt sechs Chloridionen in dieser Lösung. Und Sie sehen, das ist eben das Verhältnis 1:2, das spiegelt sich wieder in der Ionenkonzentration, dass eben das hier CaCl2 ist. Und ich habe Ihnen jetzt in der Aufgabenstellung also gesagt, wir haben 0,5 mol pro Liter gelöst an Calciumchloridteilchen. Naja, wie groß ist dann die Konzentration an Calciumteilchen und die Konzentration an Chloridteilchen in dieser Lösung? Das kann man sich so als Bild darstellen, man kann das aber auch als Reaktionsgleichung darstellen. Als Reaktionsgleichung sieht es folgendermaßen aus. Ein Calciumchloridteilchen, ein gelöstes, ist nichts anderes als ein Calcium und zwei Chloridionen. Man kann auch einen Reaktionspfeil draus machen, wenn man von festem Calciumchlorid in seinen Vorstellungen ausgeht. So, auf jeden Fall in der Lösung ist nachher 0,5 mol pro Liter Calciumchlorid gelöst drin. Und wegen den Koeffizientenverhältnissen kann man dann eben daraus schließen, auch die Calciumkonzentration ist 0,5 mol pro Liter. Die an Chlorid ist doppelt so groß, also 1 mol pro Liter. Nach diesem Schema können Sie also jetzt diese anderen Aufgaben alleine lösen. Beachten Sie nur an einer Stelle, nämlich bei der 1.2f, da ist an einer Stelle hier Beta-Kupfer gegeben. Gesucht ist aber trotzdem die Konzentration, die Stoffmengenkonzentration an Kupferchlorid und die Stoffmengenkonzentration an Chlorid. Also hier ist eine kleine Umrechnung auch nötig zur Beantwortung der F. Und Sie sollten auch auf Folgendes aufpassen, welche Größe ich Ihnen zu Beginn gegeben habe. Bei der 1.2b hatte ich Ihnen die Calciumchloridkonzentration gegeben, aber bei anderen Aufgaben ist eine Ionenkonzentration gegeben und Sie müssen rückrechnen auf die Konzentration der undissoziierten Teilchen. Da müssen Sie also aufpassen, wie rum man das eben rechnen muss. Drücken Sie jetzt bitte also auf Pause und lösen Sie die Aufgabe 1.2 alleine. Die Lösungen finden Sie wieder bei den Musterlösungen auf der letzten Seite in diesem Dokument. Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen von diesem Lernvideo. Sie sollten nämlich jetzt in der Lage sein, auch die restlichen Aufgaben des Abschnitts 1 alleine zu beantworten. Ich kann Ihnen sehr empfehlen, die Aufgabe 1.9 und Aufgabe 1.10, weil da geht es um die korrekte Herstellung von Lösungen mit einer bestimmten Konzentration. In den Musterlösungen zu diesen beiden Aufgaben ist auch nochmal erklärt, welche Fehler die Person gemacht hat zu Beginn des Lernvideos, die Lösung herstellen sollte. Es ist nämlich nicht nur ein Fehler gewesen, sondern gleich mehrere.